Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom New Lands. Und ich finde dieses Spiel so cool. Ich suchte das ganz schön dolle. Ich habe so viele Tipps von euch bekommen. Tut mir leid, wenn ich das eine oder andere Tippschen noch nicht beachtet habe. Liegt einfach daran, dass ich jetzt momentan im Stück aufnehme. Und also die ersten zwei Folgen habe ich jetzt schon hochgeladen. Ich habe aber insgesamt, glaube ich, schon 4 aufgenommen. Und jetzt mache ich wieder eine Neuaufnahme. Jetzt habe ich aber schon ein paar Tipps gelesen. Das heißt, ich kann jetzt einiges umsetzen. Aber ein paar Sachen habe ich sowieso schon selbst herausgefunden. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so das Problem heute. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch, es gibt halt, kommt halt alles nur von links in diesem Level, was ja nicht schlecht ist für mich. Aber ich brauche wohl noch viel, viel mehr Leute mit Bögen. Und deswegen gehe ich jetzt mal auf die Suche nach einem Lager. Was ist das hier eigentlich? Achso, kann ich wieder Feld machen. Ich hoffe, dass ich noch eins finde, weil ich brauche jetzt einfach Leute. Gut. Kommt da noch was heute? Hier habe ich ja schon angefangen mit dem Boot, aber heute nicht. Der Schrein. Da ist ein Lager. Viel Spaß damit. Kommt zahlreich in mein Reich. Kurz schauen, ob ich hinten noch eins finde. Mag es aber fast bezweifeln. Nö, ich glaube, da muss ich nicht weiter reiten. Und zurück. Ah, und die Musik wieder. Einfach hübsch. Ein hübsches Spielchen. Ah, das ist ja noch einer. College. Kommen Sie mit. Moment, da kam doch noch einer gerade raus. Zumindest sah das eben so aus. Nein. Gut, dann kann ich mein Geld für was anderes noch benutzen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir brauchen Leute mit Bögen. Alle paar Nächte wurde mir gesagt, kommen halt diese richtig bösen Gegner. Und das war dooferweise, habe ich gelesen, dann genau zu der Nacht, wo ich sage, ah, oh, guck mal, der Mond ist voll schön, so rot. Das sind halt dann die Blutmondnächte, ne? Und die sind gar nicht so schön für mich. So, ich lasse erstmal das Schweinchen. Schweinchen. Das Pferdchen ein bisschen verschnaufen. Und was ich nicht wusste, das habe ich jetzt aber erst mitbekommen, wenn die bösen Monster meine Krone kriegen, ist fertig. Habe ich verloren. Deswegen muss ich einfach dann am besten, wie heißt's, die, ich fällt mir das Wort nicht ein, die Münzen fallen lassen, um die Monster halt abzulenken. Das habe ich jetzt mittlerweile gerafft. Das ist gut so. Gerade am überlegen, was baue ich denn als nächstes aus? Ich würde sagen, ich baue mal meine Haupthütte aus. Dafür sollte ich eigentlich genug Geld haben, oder? Yep. Das heißt, wir haben Steinmauern ab sofort. Oh, mir fällt auf, mir fehlt wohl Bauarbeiter. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ne, hier hinten stehen die ganzen Bauarbeiter rum. Freunde, baut mir mal was. Was ist da los? Ich lasse die Mauer auch mal verstärken, weil das hier ist ja meine Cash-Cow hier. Den Turm lassen wir auch noch mal verstärken. Ah, und jetzt habe ich kein Geld mehr. Ah, okay, da baut schon einer. Perfekt. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, alle Türme und so auszubauen, aber ich gehe mal davon aus, ehrlich gesagt. Ah, das kann ich sogar nochmal ausbauen. Aber das wird dann, glaube ich, gerade ein bisschen teuer insgesamt. Hier sollte auch noch was gebaut werden. Bogenschützen haben wir einige, sehr gut. Nächster Tag bricht an. Ich weiß jetzt nicht, ob die Viecher angegriffen haben, aber ich schätze mal, unser Katapult hat das für uns erledigt.
Ja, da muss auf jeden Fall ein bisschen was repariert werden. Und eventuell sollten wir die Mauer noch ein bisschen ausbauen. Ich lasse mal hier die Bäume noch abreißen. Da gibt es dann wieder ein bisschen Geld für mich. Wie viel Geld habe ich denn gerade noch? Eine Münze. Ich glaube, wir haben nur einen einzigen Bauarbeiter gerade. Ne, zwei Bauarbeiter haben wir. Die haben aber hier noch zu tun. Sehr gut. Genau das wollte ich. Ich brauche nämlich noch ein paar Münzen. Wie sieht es bei dir aus, Kollege? Ah, super. Ich gehe da hinten nochmal kurz gucken, ob wir noch ein paar Leute rekrutieren können. Der ein oder andere Bauarbeiter wäre halt gerade nicht schlecht. Das letzte Mal war es hinterm Schiff, ne? Renn, mein Schatz, renn. Da, perfekt. Nein! Nicht schon wieder, ey. Diese verkackte Einrastfunktion. Windows, du bist scheiße. Echt ein Anfall. Nach der Folge muss ich unbedingt das ausschalten. Das muss irgendwie ausschaltbar sein, richtig, komplett für immer. Alter, wo rennen die denn jetzt hin? Ah, die bauen an dem Schiff. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, man muss da wirklich erstmal alles Zeug hinlegen, um das halt dann quasi auf einen Streich fertig zu bauen. Aber dem ist wohl nicht so, was mir eigentlich noch lieber ist. Dann sieht man wenigstens so ein bisschen Progress. Nach und nach. So. Gut, die Seite müssen wir nicht machen. Ah, noch mehr Geld. Hier haben wir jetzt überall unsere Steinmauern. Einen Bogen machen wir mal. Und noch einen Hammer. Weil wir haben ja noch zwei Leute offen. Wie sieht es bei euch aus? Dankeschön. Mauertechnisch da drüben. Fuck. Moment, nein. Macht keinen Sinn. Im Prinzip müsste ich die Mauer hier noch ausbauen. Gleich kommen sie. Ach scheiße, nee, das war total dumm, dass ich die gerade so... Fuck. Wobei, der Tag ist vorbei, die ziehen sich jetzt zurück, oder? Nummer 1, Nummer 2. Hier haben sie alles in Schutt und Asche gelegt. Ich hasse euch, ich hasse euch, verpisst euch. Vielleicht sollte ich das hier auch einfach brach liegen lassen. Hier haben wir ja direkt einen Turm noch. Und die Mauer wird mal komplett aufgerödelt. Genauso wie der Turm. So, jetzt haben sie erstmal genug zum Bauen. Ich bin gespannt, wie das danach aussieht. Ich baue noch ein Katapulten-Neues. Einmal Katapult. Dankeschön.
Das sieht doch mal nach einem richtigen Turm aus. Jetzt haben wir zwei Leute, die sinnlos rumlaufen. Einer kann sich den mal holen und ein anderer kann sich den hier noch holen. Sehr gut. Also Verteidigung für Verteidigung ist so halbwegs gesorgt. Hier mal eine ordentliche Mauer. Dankeschön. Könnten noch eine höhere Mauer bauen. So. Da gehen zwei drauf. Ah, da sind sogar drei drauf jetzt. Alles klar. Kann ich das noch höher machen? Ne, die Mauer kann ich nicht höher machen. Wo rennen die jetzt hin? Ich habe hier doch gar nichts mehr. Ach so, die Bäume. Die sollten ja für mich die Bäume fällen. Das habe ich vergessen. Jetzt mal gucken, ob ich da hinten noch ein Lager finde. Aber ich will eigentlich auch gar nicht weiterlaufen. Es wird Nacht. Es wird definitiv Nacht. Leute, wenn ihr wisst, liebe Zuschauer, ob ich meinen Furzis sagen kann, dass sie wegrennen sollen, wäre das sehr cool. Ah, scheiße. Nee, dann... Die kommen ja wieder zu mir gerannt, meine Freunde. Und dann passt das schon. So, wir haben einen Bogenschützen hier stehen. Katapult. Sehr gut. Feuer. Oh, krass, die Katapulte gehen ordentlich ab. Die gehen sogar sehr ordentlich ab. Okay, Gott sei Dank, hat geklappt. Mehr kommen da jetzt hoffentlich auch nicht. So, ihr armen Schlucker, viel Spaß damit. Tag X. So, die Mauern werden repariert. Und das hier baue ich quasi zu meinem zweiten Schutzwall auf. Muss ich mal schauen, ob noch ein paar Leute hier Geld für mich haben. Weil dann würde ich nämlich anfangen, das Boot weiter auszubauen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ich gehe mal ein bisschen ins Boot investieren. Weiß nicht, ob ich alles reinstecken soll. Weil ich glaube, momentan sind wir ganz gut aufgestellt. Alter, das sieht ja schon ein richtiges Boot aus. Ich gucke einfach mal, wie viel ich da jetzt reinpumpen kann. So, alles. Okay. Naja. Aber das sieht doch schon wie ein richtiges Boot aus. Aber ich würde es gern fürs Thumbnail haben. Naja, so ein bisschen haben wir es drauf. So, zurück in die Stadt. Meine Sensenmänner, nenne ich sie jetzt einfach mal, müssten auch langsam mal wieder, wie heißt's, ihren Zehnten zahlen. Also, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch was für mich? Nein. Ah, die hier brauchen noch einen Job. Dafür brauche ich erstmal Geld. Ja, ja, ist ja gut, Pferdchen. Ich weiß, du kannst nicht mehr. So, hier liegt ein bisschen Geld rum. Wie sieht's bei dir aus, Kollege? Nicht so gut, schade.
Gut, dann kaufe ich mir aber noch lieber zwei Bogenschützen. Oder warte mal, ein Bogenschützen und ein Bogenschützen und ein Typ mit einem Hammer. Weil ich glaube, die Hammerleute habe ich sonst gar nicht mehr. Ja, Kollege, ich habe dir gerade einen Hammer da hinten hingelegt. Wäre sehr nett, wenn du den auch mal benutzen würdest. Dankeschön. Gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.